In diesem Video geht es kurz um die verschiedenen Reibungsarten, die in einem Antriebssystem bestehend aus einem Motor und einer mechanischen Last auftreten können. Wenn man das vereinfacht betrachtet, kann man drei grundlegende Arten von Reibung unterscheiden. Das ist einmal die Gleitreibung, das ist die sogenannte viskose Reibung und das ist die Fluidreibung. Am einfachsten verständlich kann man das erklären, wenn man sich für alle drei Varianten jetzt ein kleines Diagramm malt, wo man jeweils das Reibmoment M für das Drehmoment und hier schreibe ich mal ein kleines G dran für Gleit über der Drehwinkelgeschwindigkeit oder über der Drehzahl darstellt. Und diese Gleitreibung ist jetzt unabhängig von der Drehzahl oder unabhängig von der Drehwinkelgeschwindigkeit, also es ist eine geschwindigkeitsunabhängige Reibung, die wird nach Herrn Coulomb auch als Coulomb-Reibung bezeichnet. Und die sieht jetzt eben so aus, wenn der Motor sich vorwärts dreht, dann gibt es natürlich ein positives Reibmoment, was dann aber eben unabhängig von der Geschwindigkeit ist. Und wenn der Motor sich rückwärts dreht, dann gibt es natürlich wirkt die Reibung in die andere Richtung. Also so ungefähr sieht das aus. Und das tritt halt zum Beispiel im Automobilbereich bei Gleichstrommotoren auf, die zum Beispiel die Fensterheber bedienen oder die ein Schiebedach bedienen oder die eine elektrische Sitzverstellung ermöglichen und sonst eben bei Lasten- oder Personenaufzügen oder bei Kränen, die eben ein konstantes Gewicht hochheben, dann ist das Drehmoment sozusagen auch unabhängig davon, von der Drehwinkelgeschwindigkeit. So, dann für diese viskose Reibung können wir ein ähnliches Diagramm malen, auch hier eben die Drehwinkelgeschwindigkeit und hier das Reibmoment, also wieder M für das Drehmoment und ein V für die viskose Reibung. Und diese viskose Reibung ist eben geschwindigkeitsproportional und aufgrund dieser Proportionalität ergibt sich in diesem Diagramm hier halt einfach eine Gerade. Also viskose Reibung ist geschwindigkeitsproportionale Reibung, die wird nach Herrn Stokes auch als Stokes-Reibung bezeichnet und die tritt in der Praxis tatsächlich relativ selten auf, eigentlich nur dann, wenn man die innere Reibung von Flüssigkeiten betrachtet, also zum Beispiel von Schmierstoffen und in jedem Motor gibt es eben ein Lager und in jedem Lager gibt es dann diese innere Reibung von den Schmierstoffen und deswegen tritt in jedem Antrieb auch immer diese geschwindigkeitsproportionale viskose Reibung auf. Meistens ist die aber nicht so der dominierende Faktor. So, und dann gibt es als letztes eben noch diese Fluidreibung, auch hier wieder das gleiche Diagramm mit der Drehzahl oder Drehwinkelgeschwindigkeit und mit dem Reibmoment und hier eben wieder M für das Drehmoment und ein F für die Fluidreibung und diese Fluidreibung ist jetzt eben proportional zum Quadrat der Drehzahl oder der Drehwinkelgeschwindigkeit, das heißt hier ergibt sich so ein Parabelast und wenn der Motor sich jetzt eben in die andere Richtung dreht, wenn die Drehzahl negativ wird, dann muss der Parabelast in die andere Richtung zeigen, weil dann wirkt die Reibung natürlich auch in die andere Richtung. Das heißt, man bekommt ungefähr so eine Kennlinie für diese Fluidreibung. Die ist, wie schon gesagt, zum Quadrat der Geschwindigkeit proportional, wird nachher Newton auch als Newton-Reibung bezeichnet und tritt eben immer dann auf, wenn irgendwelche Flüssigkeiten gefördert werden, also zum Beispiel in Pumpen, im Auto meinetwegen in einer Kraftstoffpumpe oder in einer Kühlwasserpumpe und auch dann, wenn man eben Luft fördert, zum Beispiel mit einem Lüfter oder einem Ventilator, dann tritt diese Fluidreibung hier auf. So, jetzt kann man sich noch überlegen, wie man diese Reibung jeweils durch Gleichungen beschreiben kann und für diese Gleitreibung
ist das, also es ist eigentlich für alle drei relativ einfach. Für diese Gleitreibung muss man sich jetzt überlegen, naja, wie kann man halt diese Funktion hier in Formen fassen. Was dabei eben recht nützlich ist, ist die Signum-Funktion, ist die Vorzeichenfunktion, die eben einem nur das Vorzeichen der Drehzahl hier wiedergibt. Also wenn die Drehzahl positiv ist, dann ist diese Vorzeichenfunktion 1 und wenn die Drehzahl negativ ist, dann ist diese Vorzeichen, die Vorzeichenfunktion eben ein Minus zurück. Und das Ganze multiplizieren wir dann mit einer Konstante, die nenne ich mal W, G für Gleitreibung und die Einheit von dieser Konstante, die muss natürlich Newtonmeter sein. Ja, und dann die Vorzeichenfunktion ist einheitenlos, multipliziert mit der Einheit Newtonmeter hier, ergibt eben ein Drehmoment in Newtonmeter. Ja, und das mit dieser Formel lässt sich dann diese Reibungsart hier oder diese Kennlinie ganz gut beschreiben. So, für die viskose Reibung ist das noch einfacher. Da können wir einfach hinschreiben, das wäre eben direkt die Drehzahl Omega multipliziert mit einer Konstante für diese viskose Reibung. Dann kommt dann einfach direkt diese Gerade raus. Und die Einheit von dieser Konstante hier, die müsste dann eben Newtonmeter durch Radiant pro Sekunde sein, sodass die Einheit von der Drehzahl, von der Drehwinkelgeschwindigkeit ist eben Radiant pro Sekunde. Dann kürzt sich das Radiant weg und es bleibt eben Newtonmeter für das Reibmoment über. Ja, und für die Fluidreibung kann man das auch als Formel hinschreiben. Also wir brauchen hier auf jeden Fall diesen Zusammenhang, dass das zu Omega Quadrat proportional ist. Dann auf jeden Fall eben auch eine Konstante für diese Fluidreibung. So, wenn man jetzt diese Gleichung einfach nur nehmen würde mit dem Omega Quadrat, dann würde das für die positiven Drehzahlen oder für die Vorwärtsrichtung sozusagen schon mal passen. Aber für die Negativrichtung, also wenn der Motor sich in die andere Richtung dreht, dann würde die Reibung trotzdem wieder in die gleiche Richtung zeigen und die muss dann hier runter zeigen. Das heißt, man muss diesen negativen Parabel erst irgendwie runterklappen. Wie kriegt man das hin? Naja, wieder genauso mit der gleichen Vorzeichenfunktion wie hier vorne. Also wenn man die Vorzeichenfunktion angewendet auf Omega mal Omega Quadrat mal diese Konstante rechnen, dann kriegen wir genau diese, also was sozusagen ein bisschen aussieht wie eine Parabel dritten Grades, das kriegen wir halt hier mit dieser Signumfunktion hin. So, und die Einheit von der Konstante hier, von dem Wf für die Fluidreibung, das müssen wir natürlich Newtonmeter durch Radiant pro Sekunde zum Quadrat sein, ne? Weil die Drehzahl hier hat wieder die Einheit Radiant pro Sekunde zum Quadrat, kürze ich das weg, bleibt Newtonmeter für dieses Reibmoment hier über, was durch diese Fluidreibung entsteht. Und in einem realen Motor oder in einem realen Antrieb wird immer eine Kombination von allen drei Reibungsarten auftreten, sodass man eben das gesamte Reibmoment ausrechnen kann aus der Summe von der Gleitreibung, aus der Summe plus die Viskosereibung und plus die Fluidreibung. Ja, und die einzige Frage, die man dann eben noch klären muss, wenn man das jetzt tatsächlich auf einen realen Antrieb anwenden will, ist, wie groß ist denn diese Konstante hier und wie groß ist diese Konstante hier und wie groß ist diese Konstante hier? Das ist dann die Frage, die man bei der Parametrierung eines Modells, indem man eben diese Formeln hier benutzt, noch klären muss.